Meine Damen und Herren, wir brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auch selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich den Sack nicht gefallen lassen. Wer nichts zu verbergen hat, soll sich doch gefälligst nicht zu klagen. Nein, wir wollen ein Volk von selbstbewussten, starken Bürgern. Stimmung, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Am Ende kassieren und die gibt es. Allein im März haben die Ölkonzerne hier in Deutschland zusätzliche Gewinne in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gemacht. 1,2 Milliarden in einem Monat. Und auch bei also das sind Streamingdienst. Zwischenhändler ab, denn noch bekommen wir ja das billige russische Gas aus den Langfristverträgen. Das heißt, wir sehen hier, einige machen schamlos Reibach mit dem Krieg und die Regierung schaut zu. Ich finde das empörend. Und warum steigen die Lebensmittelpreise so rasant? Gleich zu Beginn des Krieges gab es einen heißen Tipp für reiche Leute, wie man jetzt schnell sein Geld vermehren kann. Agrarfonds. Das sind Fonds, die auf steigende Preise für Lebensmittel wetten und mit diesen Wetten die Preise erst so richtig nach oben treiben. Und seit Beginn des Krieges hat diese Zockerei so regelrecht geboomt. Und ich finde, das ist auch völlig unakzeptabel, denn die Rechnung dafür zahlt Otto Normalverbraucher der Supermarktkasse. Und das muss man alles nicht glauben lassen. Und andere europäische Regierungen lassen es auch nicht glauben. In Spanien und Portugal wurde Anfang Mai per Gesetz der Gaspreis fast halbiert und auch der Strompreis wurde gesenkt. In vielen Ländern gibt es mittlerweile gesetzliche Preisdecke für Energie. Nur der deutschen Regierung fehlt offenbar das Rückgrat dazu. Stattdessen wollen sie jetzt offenbar durch ein Ölembargo die Preise noch weiter in die Höhe treiben. Und die grüne Außenministerin will sogar unsere gesamten Energieimporte aus Russland auf Null drücken, für immer, wie sie stolz verkündet hat. Und auch die Union unterstützt doch das Ölembargo und teilweise sogar noch weitergehende Forderungen. Und dann inszenieren sie sich hier als Vertreter des kleinen Mannes. Wie verlogen ist das denn? Die Straßen blau, geh auf und steh für deine Freiheit. Es ist Zeit, dass wir uns endlich wehren. Oder willst du so ein Leben in Angst und Schrecken? Wir dürfen da kann ich alles sehen, wie schön die Sonne scheint, als wäre nie etwas geschehen. Doch im Garten meiner Nachbarn weint ein Junge schrecklich laut.